Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich freue mich wieder ganz besonders auf unsere heutige Podcast- und Podcast-Aufnahme. Und ja, wir haben mittlerweile 1,5 Jahre Podcast-Time und heute ist es schon die 69. Ausgabe, die wir aufnehmen. Und natürlich, der Podcast hat viel Qualität gewonnen in der Zeit, natürlich bedingt durch unsere tollen Gäste, die wir hier hatten schon bisher, Gäste, die mit ihren unterschiedlichsten Expertisen gesprochen haben und hier viele grandiose Beiträge geleistet haben. Mir fallen noch einige Namen dazu ein, aber ich will jetzt gerade eben keine nennen, um nicht die Gefahr zu laufen, dass ich einen vergesse. Aber natürlich auch unsere CIC-Consultants, die ja hier immer wieder auch Beiträge auch bringen zu ihren Erfahrungen, die sie auch gemacht haben im Laufe der Jahre innerhalb unserer CIC-Prozesse mit unseren Klienten oder natürlich auch, was sie aus ihrem sonstigen beruflichen Umfeld auch mitbringen. Heute haben wir mal wieder ein ganz anderes Format sozusagen innerhalb unseres Podcastes. Und zwar haben wir auf der einen Seite am Tisch sitzen Andreas Mehl, den Vertriebsdirektor der Schelen AG und seit mittlerweile ja über 20 Jahre unser Partner in dem ganzen Bereich der Typologie-Instrumente, die wir in unseren Prozessen natürlich sehr, sehr intensiv auch einsetzen und natürlich auch in der heutigen Zeit ja eine besondere Bedeutung haben, um natürlich zu erkennen, wo Menschen, Persönlichkeiten ihre Talente, ihre Potenziale auch haben, aber was auch Themen sind, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen dahinter blicken müssen, wo es vielleicht auch Stressthemen gibt, Belastungsthemen gibt und so weiter und wir Menschen natürlich darin unterstützen und begleiten können. Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt heute Andrea Schwab, meine Mitgesellschafterin und auch Mitglied der Geschäftsleitung bei CIC und auch selber in der Geschäftsführung bei unserer Impulsgeber GmbH. Und deswegen ist sie natürlich genau die prädestinierte Gastgeberin heute für unseren Podcast. Und dazu möchte ich Ihnen erstmal heute wieder viel, viel Spaß wünschen, viele Impulse, viele gute Ideen und sage in dem Sinne, auf geht's. Ja, eine spannende Folge mit viel, denke ich mal, wichtigen Ideen und Impulsen. Und ich hoffe, Sie konnten sich viel mitnehmen. Und zum Abschluss für heute sei noch der Hinweis erlaubt, dass wir jetzt aktuell mitten in der Vorbereitung sind für unsere diesjährige CIC-Jahrestagung, die am 19. und 20. Oktober in Frankenberg stattfinden wird. Und am 19. Oktober ist der Tag der Leitbild- und Kulturprozesse und dazu möchten wir Sie schon wieder ganz, ganz herzlich einladen, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und von vielen unserer Klienten zu erfahren, wie sie einen Leitbild- und Kulturprozess umsetzen, den Erfahrungsaustausch natürlich auch zu nutzen und natürlich eigene Ideen auch mitzunehmen für diejenigen, die vielleicht mit dem Prozess jetzt auch starten wollen und die schon seit Jahren in dem Prozess arbeiten, ist ein solcher Tag auch wieder Gold wert, um natürlich neue Eindrücke mitzunehmen und wieder weitere Impulse, was man natürlich auch im eigenen Prozess wieder verbessern kann. Und natürlich parallel laufen auch unsere Roundtables. Schauen Sie einfach mal auf die Homepage auch. Da werden Sie die nächsten Termine auch sehen. Diese Woche ist schon wieder Frankfurt und dann geht es weiter in den verschiedensten Regionen Deutschlands. Also nutzen Sie auch da die Gelegenheit mitzumachen. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Highlight und das habe ich mir tatsächlich heute bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar, wir haben nächste Woche den 70. Podcast, unsere 70. Folge. Und es dauert auch sicherlich nicht mehr lang, dann haben wir die 100. Aber ich habe gesagt, so jetzt zur 70. Folge, da muss was ganz Besonderes gemacht werden, da muss ein ganz besonderes Highlight her. Und viele, die mich kennen und wissen, wo so meine Prioritäten liegen und was mir Dinge bedeuten. Die haben letztes Jahr miterlebt, wie mega glücklich und mega stolz ich war, dass Dennis Aytekin zu unserer Jahrestagung gekommen ist. Und wir haben wirklich vorher 4, 5 Jahre
daran gearbeitet, dass Dennis endlich mal zur Jahrestagung ja kommen kann. Und er hat jedes Jahr immer wieder gesagt, er kommt. Und dann kam Corona und dann natürlich auch diverse Spieleinsätze von ihm. Er ist ja nun viel unterwegs und hat ja auch oftmals die Top-Spiele dann auch der Bundesliga oder sonstiger Wettbewerb im deutschen Fußball. Und dann hat es letztes Jahr ja geklappt und jetzt kennt ihn nicht nur die Fußballszene, sondern auch unsere CEC-Klienten sind Fans von ihm, auch die, die nicht so viel mit Fußball zu tun haben, weil er einen grandiosen ja, Vortrag gehalten hat im letzten Jahr und, denke ich mal, vielen Menschen auch mitgegeben hat. Und jetzt haben Dennis und ich gesagt, mit unserer Podcast-Aufnahme muss es schneller gehen, das darf nicht wieder so viele Jahre dauern. Und jetzt haben wir es wahrhaftig hingekriegt. Auch da mussten wir mal verschieben, weil er wieder im Einsatz war. Aber nächste Woche ist es soweit. Und Dennis Aytekin ist da im Adlerpick-Podcast und wir werden es auch wieder als Podcast und Podcast aufnehmen. Und ich bin mir ganz sicher, das wird ein mega Highlight werden. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und darf da schon mal Erwartungshaltung schüren. Und bis dahin sage ich erstmal, nicht vergessen, anmelden zur CEC-Jahrestagung. Weitere Informationen natürlich in den Shownotes. Und wenn Sie uns empfehlen wollen, teilen wollen, liken wollen, was auch immer, machen Sie es einfach. Und ja, dann auch viel Erfolg wieder in dieser Woche bei allem, was Sie sich vorgenommen haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Andreas Schmaler. Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Hallo, lieber Andreas. Ich freue mich, dass wir zwei heute mal zusammen einen Podcast und einen Vodcast machen dürfen, wenn der Vodcast denn dann was wird. Klingt nach Wodka. Klingt nach Wodka, genau. So ungefähr. Den könnten wir vielleicht dazu trinken. Nein, Schmarrn. Sind alle herzlich eingeladen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, arbeiten auch schon, ich habe jetzt mal überlegt, seit fast 10 Jahren zusammen. Genau, so lange kennen wir uns auch schon. Kann gar nicht sein, du bist letztes Jahr doch erst 19 geworden. Ja gut, das musst du ja keinem verraten. Jetzt sollte ich meine Haare dann nochmal ein bisschen tönen. Ja, alles gut, passt. Haben angefangen über das Thema Insights, dass ich mich da langsam rangetastet habe, über alle Profile, alles, die gesamten Tools, die Scheelen so hergibt. Genau. Und würde heute gerne mit dir über das Thema Outmatch Assess sprechen. Mhm. Ist eins, ich meine, ich liebe alle Profile von Scheelen, das muss ich dazu auch sagen. Aber Outmatch Assess ist mir doch wirklich ans Herz gewachsen, weil es wirklich so viel hergibt und so ein großer Mehrwert für die Unternehmen und auch für die Mitarbeiter ist. Sowohl im Recruiting-Prozess als auch in der Mitarbeiterentwicklung. Und es nützt ja da auch nichts, mit der Gießkanne drüber zu gehen und zu sagen, der Mitarbeiter macht jetzt mal eine Kommunikationsschulung und der Mitarbeiter macht jetzt mal ein Verkaufstraining, nur damit einfach irgendwas gemacht ist. Und ich glaube, wir können mit Outmatch Assess doch ganz gut sehen, wo liegen die Themen, die für mich, für das Unternehmen wichtig sind. Wo kann der Mitarbeiter entwickelt werden? Wo hat er selber einen Mehrwert von und wo haben wir alle einen Mehrwert von? Genau. Vielleicht, Andreas, ich glaube, vorstellen musst du dich nicht mehr. Wir kennen dich mittlerweile alle, es sei denn, du möchtest das gerne noch mal kurz machen. Dann mach das ganz kurz und dann gehen wir kurz auf das Thema Outmatch ein. Ja, also ganz kurz, Andreas Mehl, Director Partner Management von Scheelen. Scheelen ist einer der größten Anbieter für Personaldiagnostik in Europa. Wir sind unter anderem der Lizenzträger für das Tool Insights MDI, was so am bekanntesten ist. Das hast du ja gerade schon bestätigt. Und heute geht es um ein anderes Tool von uns, nämlich Outmatch Assess. Und da bin ich einer der sagt, die große Überschrift, warum ist dieses Tool so toll, ist das Thema Customizing. Ich kann mich mit diesem Tool, oder andersrum, oft wird in irgendeiner Situation, ich will jemand trainieren, ich will jemand coachen, ich will jemand auswählen für eine bestimmte Stelle, dann ziehe ich einfach das Tool, was ich in der Tasche habe, das macht mir 4 Farben und dann ist alles, ist die ganze Welt schön. So 4 Farben als Antwort auf alles sehe ich einfach nicht so. Ich sehe, das ist hat seine Einsatzzwecke und so weiter. Wenn ich aber eine fundierte Personalauswahl oder Entwicklungsentscheidung treffen möchte, brauche ich mehr als 4 Farben. Und genau da ist zum Beispiel Outmatch Assess das, was ich brauchen kann.
Und es ist eben genau das Gegenteil von einer standardisierten Lösung. Es ist eine sehr stark customizbare Lösung in so vielen verschiedenen Ebenen. Ah, du hast gesagt kurz, ne? Ja, das habe ich schon mal nicht geschafft. Ja, genau. Kurz ist immer eine Definitionsfrage. Genau, ja. Genau. Ja, da sind wir ja schon fast im Thema ganz tief drin. Welche Bereiche deckt denn Outmatch Assess überhaupt ab? Also grundsätzlich geht es bei Outmatch Assess um das Thema der Kompetenzen, der Fertigkeiten. Also anders als bei dem Tool Insights, wo es um Verhaltenspräferenzen, Talente, so mein Naturell, meine angeborenen und frühkindlich angeeigneten Fähigkeiten und sowas geht, geht es bei den Kompetenzen darum, auch was ich mir in meiner Laufbahn, in meiner Ausbildung, in meiner Erfahrung an Fertigkeiten, an Kompetenzen dazu entwickelt habe. Und da steckt ja schon drin, ich kann es entwickeln. Das heißt, ich kann auch an diesen Punkten arbeiten. Und das ist im Grunde auch so die Übersetzung von dem Thema, wie bringe ich denn meine PS auf die Straße? Also was kann ich denn wirklich? Ja, was sind meine Handwerksfertigkeiten genau. in verschiedensten Bereichen? Genau, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz eingehen auf den Unterschied zu Insights, MDI, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo viele jetzt sagen, ja, aber klar, du hast die vier Farben am Anfang angesprochen, aber was unterscheidet sich denn jetzt zwischen Insights MDI und Outmatch Assess? Insights MDI misst im Wesentlichen zwei Bereiche, nämlich das Wie und das Warum. Also Verhaltenspräferenzen, wie tue ich etwas, wie treffe ich Entscheidungen, wie kommuniziere ich, was bin ich für ein Typ? Das ist super für die Kommunikation, für das Miteinander, für Konflikte, die ich ausräumen will und so weiter. Also für viele Bereiche. Dann das Warum, die Motive, was treibt mich an, was lässt mich ticken, was motiviert mich, welche Motive werden im Job belohnt zum Beispiel, ist auch so ein großes Thema, was wir natürlich haben. Und das in Kombination ist super spannend für alles Mögliche, für Kommunikationsthemen. Oder auch mit Kommunikationsthemen zum Kunden hin oder was auch immer, kann auch privat sein. Outmatch Assess ist dann, wenn man wir haben ja immer so einen schönen Mercedes-Stern, der das darstellt. Also wie, warum und was. Und was ist jetzt eben der Bereich, den Outmatch Assess abdeckt? Also was kann ich denn wirklich, was sind meine Fertigkeiten, Kompetenzen, Fähigkeiten? Und man muss auch sagen, eines der, ja, ich sag mal, von der wissenschaftlichen Güte tiefes gehenden Tools, die wir überhaupt anbieten. Also mit extremen Feinheiten, die wir dort messen können. Es gibt natürlich immer auch mal Überschneidungen mit der Kommunikation. Also da wird sicherlich auch mal ein Part drin sein, wie gehe ich auf andere Menschen zu zum Beispiel oder solche Dinge. Aber im Gesamtbild ist die große Stärke von Outmatch, dass ich es mit einem Kompetenzmodell, also mit tatsächlich konkreten Kompetenzen abmessen oder abmatchen kann, um zu sehen, wie stark erfüllt jetzt diese Person mein Kompetenzmodell. Genau, jetzt haben wir ja bei Outmatch, gibt es ja die verschiedenen Kompetenzkategorien, die Outmatch abdeckt. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen. Ja, ich würde es, wenn ich darf, ein bisschen anders einleiten. Ich würde einfach sagen, was passiert im System? Also wir haben erstmal einen Fragebogen ganz am Anfang. Das ist ja bei den meisten Tools so. Hier ist es so, dass wir über ein großes Update, was wir 2018 gemacht haben, hier einen sehr großen Evolutionsschritt genommen haben. Früher war es so, der Proband hat einen Fragebogen ausgefüllt, der dauerte eine Dreiviertelstunde. Also der hat 350 Fragen beantwortet. Der Vorteil ist natürlich, du hast eine extrem große Messtiefe, du hast super viel Daten, die du auswerten kannst und damit natürlich auch eine sehr hohe Wissenschaftlichkeit. So, aus 30 Jahren Erfahrung mit dieser Analyse hat man aber dann geschaut, okay, jetzt muss es natürlich praktikabler werden. Auch von der Auswertung. Die Auswertung war früher 40 Seiten in Times New Roman Schriftgröße 8 oder so, da konnten halt viele nichts mit anfangen, weil sie sagten, das ist mir alles viel zu textlastig und viel zu altbacken, konservativ, was auch immer.
So, dieser große Evolutionsschritt hat dazu geführt, man hat halt beim Fragebogen geschaut, was sind die Items, die wir messen, die uns aber nicht viel bringen von der Aussagekraft her. Das hat man natürlich über unheimlich viele Datensätze, die wir dann hatten, auch feststellen können. Und was sind die Items, die uns sehr viel Aussagekraft geben? Und wo sind vielleicht auch noch Bereiche, die uns noch fehlen? Also da wurde dann auch wirklich geguckt, okay, brauchen wir noch was hinzu? Und damit wurde der Fragebogen dann umgestellt. Gleichzeitig auf eine Likert-Skala, das heißt, du hast nicht mehr wie früher Ja oder Nein beantwortet, sondern jetzt beantwortest du einfach, wie stark eine bestimmte Aussage auf dich zutrifft. Und damit konnte dieser Fragebogen auf 144 Fragen reduziert werden und auch mit einer grafischen und ja, softwareverbesserten Version auf eine sehr, ja, sehr einfache Handhabung umgebaut werden. Also man hat wirklich den Fragebogen sehr schnell beantwortet auf jedem Endgerät. Das dauert circa 15 bis 20 Minuten. So, erstmal rein der Fragebogen. Aus diesem Fragebogen erstellt jetzt das System ein Persönlichkeitsprofil, völlig wertfrei. Und dieses Persönlichkeitsprofil ist auf 20 Items oder Dimensionen aufgeteilt, die wir in drei Bereiche einteilen. Das war das, was du gerade eigentlich abgefragt hattest, nämlich mein Denkstil, mein Arbeitsstil und mein Beziehungsstil. Also Denkstil, wie treffe ich Entscheidungen, wie finde ich Ideen, wie sachbezogen bin ich, wie detailbezogen bin ich eher der Träumer oder eher der, der sehr auf der sachlichen Seite ist und so weiter. Auch hier natürlich wieder Korrelationen mit Insights. Dann der Arbeitsstil. Wie mache ich meine täglichen Aufgaben? Was liegt mir eher? Bin ich eher jemand, der multitaskingfähig ist oder eher jemand, der ja eher so eins nach dem anderen abarbeitet? Oder bin ich jemand, der sehr schnell geschäftig ist oder jemand, der sehr stark bei der Sache bleibt? Also ganz unterschiedliche Dinge, die ja auch keine wirkliche Wertung reingeben. Und als letztes dann der Beziehungsstil, also wie gehe ich mit anderen Menschen um, das seien Kollegen oder Mitarbeiter oder eben Kunden oder was auch immer. Und aus diesem Persönlichkeitsprofil kann ich jetzt erstmal verschiedenste Dinge herauslesen für mein Coaching, für mein Training, aber oder auch für eine Personalauswahlentscheidung. Und dann erst wird es eigentlich vom System her spannend, weil dann erst führen wir dieses Modell, dieses Persönlichkeitsprofil in ein Kompetenzmodell hinein, also matchen das miteinander. Und da ist eben aus den Studien heraus, aus den 30 Jahre Erfahrungen heraus, können wir jetzt sagen, welche Persönlichkeitsdimensionen müssen wie ausgeprägt sein, also haben dann einen bestimmten Sollbereich, um diese Kompetenz zu erfüllen. Und das machen wir nicht irgendwie ins Blanke hinein auf irgendwie eine riesen Dimensions- oder Kompetenzbibliothek, sondern dann immer gezielt auf die Kompetenzen, die dann auch auf diesen Job entsprechend passen. Genau, das heißt, also du legst es auf ein Kompetenzmodell, das heißt, du hast einen Job hinterlegt, meinetwegen ein Studioleiter oder ein Büroangestellten oder eine Verkaufs- oder Vertriebsleiter oder irgendwas, also ein bestimmtes Jobprofil, und daraufhin wird es dann gematcht und da wird geguckt, welche Kompetenzen sind da hinterlegt und wie sind die Kompetenzen von dem Bewerber oder von dem Mitarbeiter ausgeprägt für die Kompetenzen, die auf dem Jobprofil liegen. Ganz genau. Das heißt, es ist ja zum einen für die Personalauswahl gut. Das heißt, ich habe 5 Bewerber, lasse die durch das Jobprofil laufen und gucke, wer hat welche Kompetenzen wie ausgeprägt. Aber es ist natürlich für mich im Unternehmen auch wichtig, wenn ich einen Mitarbeiter entwickeln möchte und sage und gucke mir die Kompetenzen an und schaue, wer ist in welchen Kompetenzen wie ausgeprägt und welche Kompetenz möchte ich weiterentwickeln oder muss ich vielleicht auch zwingend weiterentwickeln. Wie sind denn da eure Erfahrungen zum einen vom Prozess? Ich gucke jetzt, wie steht der Mitarbeiter in seinen Kompetenzen und prüfe das nach einem halben Jahr nochmal, nach dem Coaching, was ich mit ihm gemacht habe, weil das ist ja auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Absolut. Also wir haben genug Fälle, wo wir auch mal, ja, ich sag mal, eine Musterauswertung vorher, nachher, Eingangs-Ausgangsmessung gemacht haben. Und natürlich reden wir nicht von einer Persönlichkeitsveränderung, die jetzt in so einem Training oder Coaching passiert, sondern von Nuancen, die angepasst wurden, indem ich mich damit befasse, indem ich mir diese Punkte bewusst mache. Alleine dadurch entsteht ja schon ein Stück weit Veränderung. Und dann zu schauen, okay, wie muss ich denn meine Kompetenzen, meine Persönlichkeitseigenschaften
ändern, trainieren, um diese Kompetenzen besser zu erfüllen, um da erfolgreicher zu sein. Es gibt natürlich zwei Ansätze immer. Stärken, Stärken ist ja sowieso was, was wir immer wieder thematisieren. Arbeite nicht an deinen Schwächen, da brauchst du zu viel Energie, um Mittelmaß zu erreichen, sondern arbeite an deinen Stärken, um da eben herausragend zu werden. Trotzdem, auch da gibt es den zweiten Ansatz, Closing Gaps nennen wir das bei Outmatch. Das heißt, ich muss auch mal auf Dinge achten, wo die mir extrem im Weg stehen. Also wenn ich irgendeine signifikante Schwäche habe, darf ich die natürlich trotzdem nicht außer Acht lassen. Ich muss das aus dem Weg räumen, um halt einigermaßen da trotzdem voranzukommen, damit mir das nicht im gesamten restlichen Feld im Weg steht. Und die Einsatzzwecke sind ja meiner Meinung nach hier unbegrenzt. Also ich kann in der Personalauswahl die Entscheidung treffen, welcher Kandidat passt am besten oder sogar, das erweitert, ich kann auch schauen, wenn der Kandidat nicht zu diesem Job passt, habe ich vielleicht einen anderen Job, wo der besser hinzupasst. Ne? Wir haben ja nicht mehr so die hunderte Bewerber vor der Tür stehen, dann kann ich auch mal gucken, kann ich den vielleicht anders einsetzen. Zweiter Punkt, Onboarding. Also wie kann ich den am besten fördern, dass er mit ins Team reinwächst, in seine Aufgaben reinwächst. Dann der Punkt überhaupt Entwicklung. Also wie kann ich meine Führungskräfte, wie kann ich meine Mitarbeiter trainieren, dass sie dort einfach besser werden, wo sie sind. Und einer meiner Lieblingseinsatzzwecke, wir nennen das immer Goldfischteich. Also meine Nachwuchsführungskräfte identifizieren und dann auch fördern. Finde ich super. Ist ein ganz tolles Einsatzfeld. Ja, ist ja auch ein großes Thema für Führungskräfteentwicklung, was wir ja auch bedienen, wir beide dieses Thema. Ich hatte noch mal ein gutes Beispiel zur Personalauswahl, also wo ich selber eben im Recruiting mit involviert war. Wir haben am Anfang wir haben Studioleiter gesucht und haben Insights-Profile gemacht und hatten wirklich zwei, die nachher zum Schluss in der Schlussauswahl waren, hatten aber beide das gleiche Insights-Profil und haben dann Outmatch noch draufgesetzt, um eben zu gucken, wie sind denn die Kompetenzen, wie sieht das denn aus, wer bedient denn jetzt was, und haben aufgrund dessen die Entscheidung getroffen, und das hat sich bis jetzt auch als die richtige Entscheidung rausgewiesen. Also es fällt, glaube ich, die Entscheidung noch mal leichter, um zu gucken, wer ist denn jetzt im momentan der Passende, den ich jetzt einstellen könnte. Gell? Ja, also nicht umsonst heißt das Tool Outmatch Assess. Es kommt aus dem Bereich Assessments. Es ist eigentlich ein Tool, was wir also in Amerika wird es fast 100% für die Auswahl eingesetzt. Ich sag mal, früher war es so, vor, ich sag jetzt mal, 10 Jahren, waren Assessment Center extrem verpönt, weil man sagte, ja gut, eigentlich lässt du denen da irgendwelche Matheaufgaben machen, aber was das mit dem richtigen Job zu tun hat, weiß keiner. Wir machen das halt einfach, um das besser auszuwählen, weil wir haben ja so viele Bewerber. Und dann kam die Zeit, dass die Assessment Center besser wurden, die wurden gezielter gemacht. Und dann hat man aber gesagt, naja, warum soll ich noch ein Assessment Center machen, um mir die kleine Auswahl an Bewerbern jetzt nochmal zu verkleinern und auszusieben? Und ich sage dann eben, halte dagegen und sage, naja, wir brauchen ja trotzdem eine Aussage, ob das einfach matcht, ob das zur Stelle passt. Wenn ich einfach nur sage, ich mache jetzt kein Assessment und ich mache keine Analyse, um nicht zu wissen, dass er der Falsche ist, ist das meiner Meinung nach einfach der falsche Ansatz. Ja, und es ist ja auch so, ich meine, du kannst in keinen reingucken. Es ist halt eine Unterstützung, nochmal ein zusätzliches Tool, um mir meine Entscheidung einfacher zu machen. Und wie ich es gesagt habe, wir können in keinen reingucken und es kann sich auch nach 3 Jahren trotzdem rausstellen, dass es vielleicht in dem Moment, damals hat es gepasst, heute passt es vielleicht nicht oder wie auch immer, aber für die Momentaufnahme ist es unterstützend und ein super Tool, um da nochmal zu gucken. Absolut. Und wir können dann noch einen Schritt weiter gehen. Outmatch bietet mir ja auch noch die Möglichkeit, ein 360-Grad-Verfahren zu machen. Was ich gerade bei den Führungskräften als sehr, sehr hilfreich und wichtig ansehe, ist natürlich ein Prozess, den man sehr vorsichtig angehen sollte. Es gibt einige Bedenken, die man da eben mit sich oder Gedanken, die man sich machen sollte. Und 360 Grad mal eben aufzusetzen, finde ich fahrlässig. Man muss immer schauen, wofür ist es überhaupt gedacht, ist die Erwartungshaltung und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die man da beachten muss. Sowas auf Kompetenzebene kann aber wirklich ein absoluter Gamechanger sein. Also da können wir durch diesen Vergleich mit Selbstbild, Fremdbild unheimlich viele
blinde Flecken, sagt man, glaube ich, aufdecken, wo man einfach sagt, hey, guck mal, du denkst, du bist der Größte und deine Mitarbeiter sagen aber, hey, du hast überhaupt noch nie richtig geführt. Oder andersrum kann ja auch sein, dass sich jemand sehr stark unter den Scheffel stellt und dann mal gesagt bekommt, eigentlich bist du schon viel weiter, als du denkst, was ja auch hilfreich sein kann. Ja, und ich finde es als blinder Fleck, so wie du es genannt hast, auch im positiven Sinne zu sehen, weil manche Dinge sind einem ja gar nicht selber nicht bewusst und man ist dankbar für ein Feedback, was man vielleicht so im Gespräch miteinander, man denkt immer, ja, man weiß alles, aber was man so vielleicht gar nicht rauskriegt, weil sich einer nicht traut, irgendwas zu sagen, gell? Und deswegen finde ich es sehr aufschlussreich für beide Seiten und als Erkenntnis und um selber zu wachsen im Job auch und im Miteinander im Team. Ja, Andreas, ich würde es heute für hier, für das Thema Outmatch gerne belassen und würde gerne einen zweiten Teil machen, noch für das Thema SSM-Workshops. Vielleicht kannst du nur kurz sagen, was es ist. Ja. Und dass wir da so ein bisschen neugierig machen, unsere Zuhörer und Zuschauer, was man noch mit Outmatch Assess machen kann, nämlich in Bezug auf Jobprofile. Aber das kannst du noch ganz kurz erklären. Ja, es geht um Kompetenzmodelle. Wenn wir in die Unternehmen kommen, fragen, haben Sie Kompetenzmodelle? Die Guten sagen, ja, haben wir. Die Schlechten sagen, nö, haben wir nicht. Da können wir natürlich sofort einhaken. Bei diesen Guten, die die Kompetenzmodelle haben, fragen wir immer direkt die zweite Frage. Und wie messen Sie die denn? Und da ist es eigentlich immer die gleiche Standardantwort. Ja, die Führungskraft sagt, du hast von 10 Punkten so und so viele. Und damit haben wir natürlich einen totalen Nasenfaktor. Wenn dem meine Nase schmeckt, dann sagt er, ja, okay, du bist ein Toller, ich mag dich, also kriegst du 9 Punkte. Wenn der mich aus irgendeinem Grund, man weiß es nicht, nicht mag, dann kriegst du eben wenig Punkte. Und das ist was, was wir mit Outmatch ein Stück weit ausschließen können über den validierten Fragebogen über gezielte Kompetenzmodelle dann auch. Es gibt unheimlich viele Unternehmen, die haben Kompetenzmodelle, die wurden sehr aufwendig auch gebaut mit großen Beraterteams. Die haben teilweise, sind wir in Unternehmen gekommen, die haben 6-stellige Zahlen dafür ausgegeben, um so ein Kompetenzmodell zu entwickeln. Und wenn man dann wirklich mal hinter die Kulissen guckt und schaut sich so ein Kompetenzmodell an, ich hatte mal eins mit 174 Kompetenzen. Dann habe ich gesagt, welcher Mitarbeiter soll denn bitte diese 174 Kompetenzen alle erfüllen? Also viel zu groß, viel zu viel, viel zu teuer, ne? Also das muss man auch sagen. Die Leute von CEC sind alle geschult dafür, solche Sollprofile zu erarbeiten mit dem Kunden. Aber da gehen wir natürlich jetzt viel zu tief. Genau. Ist eine coole Sache, weil dann kann ich diese ganzen Themen Auswahl und Entwicklung dann auch auf das Modell münzen, so wie ich es in meinem System, in meiner Firma auch habe und nicht irgendwas von der Stange, wo ich gesagt habe, ich mache Copy-Paste und dann ist das fertig. Ja, da haben wir aber jetzt schon ein bisschen neugierig gemacht und erzählen noch nicht zu viel, Andreas, gell, weil das würde ich gerne mir fürs nächste Mal aufheben. Ja, hat mir wie immer Spaß gemacht mit dir. Freue mich schon auf die nächste Folge. Sehr gerne. Und dann würde ich dir einen schönen Tag wünschen an alle unsere Hörer und Zuschauer. Wer noch Interesse hat, an Outmatch Assess mehr Informationen zu bekommen, gerne uns kontaktieren, ein Like dalassen, uns anrufen, uns anmailen, Kommentare dalassen, wie auch immer, was ihr wollt. Meldet euch. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns, von euch zu hören und auf die nächste Ausgabe. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.